alle unsere sowjetischen Gesprächspartner haben gesagt, ja, hätte doch die DDR-Führung diese Öffnung der Mauer mit der Bonner Regierung koordiniert, dann hätte das auch nicht diese furchtbaren wirtschaftlichen Folgen gehabt. Man hätte ja noch was dafür kriegen können. Genau das ist ja das, was ich meine, wenn ich sage, ich musste mit der Art umgehen, wie sie sich vollzogen hat. In der vorhergehenden Zeit war die Öffnung eines jeden Grenzüberganges ein gemeinsames Abkommen beider Regierungen und die Bundesrepublik hat stets gezahlt. Danach haben wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa weit über 50 Grenzübergänge bis etwa zu Weihnachten 89 geöffnet, wo sich die Bundesrepublik nicht mit einer einzigen Mark beteiligt hat. Auch die Öffnung des Brandenburger Tores sollte eigentlich mit einer finanziellen Beteiligung geschehen, weil klar war, dass nun der Abkauf bei einem Wechselkurs von 1 Mark der BRD zu 15 Mark Ost natürlich einen Druck auf unsere Warenfonds bringt. Da ist zu Silvester viel Ostbier getrunken worden, besser gesagt DDR-Bier und Wurst gegessen worden an den Westberliner Feiertischen. Dafür ist kein Ausgleich gegeben worden, sondern das musste die DDR auch materiell und finanziell alles alleine tragen. Und insofern war das eine absolute Ungleichheit, die aber die Bundesregierung gerne hingenommen hat, über die auch im Nachhinein bis heute eigentlich wenig reflektiert und analysiert wird. Und da haben die russischen Gesprächspartner völlig recht, dass das eine absolute Einseitigkeit war. Und Kotschemasow, der Botschafter, hat es nie verstanden, dass wir sozusagen in diese Situation uns haben hineinmanövriert. Aber was hätten Sie tun können, also in dem Augenblick, bei diesem Wechselkurs 1 zu 15 meinetwegen, wenn die Westdeutschen und Westberliner in die DDR kommen und billig einkaufen, was hätte die DDR dagegen tun können? Es hat Kontrollen gegeben, glaube ich. Die DDR konnte nichts tun und hat nichts getan. Die DDR hat einmal, und da stehe ich echt auch mit mir in einer sehr kritischen Betrachtung, eine Entscheidung getroffen, ich glaube, es war Ende November, wo der Weihnachtskauf begann, wo wir entschieden hatten, dass polnische Bürger ihre Ausweise vorzeigen, wenn sie einkaufen, weil wir einfach nicht in der Lage waren, die Masse an Warenfonds, wie wir es nannten, bereitzustellen, um diesem Druck gerecht zu werden. Nach einer knappen Woche haben wir auch das aufgehoben. Was ich wollte, war einfach, dass sich die Bundesregierung bereit erklärt, einfach einen Teil der Summe zu übernehmen, und das war im Gespräch zwischen 2,5 bis 3 Milliarden, unabhängig von den 15 Milliarden, die ich immer wieder ja ins Gespräch gebracht hatte, als eine Art, wie wir es nannten, Lastenausgleich, den die Bundesrepublik zahlen sollte. Und für uns war es moralisch ein Anspruch, für den wir uns berechtigt sahen. Wenn die DDR 95% der Reparation bezahlt hatte, dann war es jetzt vielleicht auch nicht überzogen, für eine bestimmte innere Stabilität einen solchen Anspruch zu stellen.